Herzlich willkommen jetzt bei uns, Jörg Rogall, der Gründer der kleinsten Bibliothek Ostfriesland. Schön, dass Sie bei uns sind. Oder ist das vielleicht sogar die kleinste Deutschlands? Wissen Sie, ob es noch eine kleinere als Ihre gibt? Das weiß ich nicht, aber ich habe schon was gesehen, was kleiner ist. Das sind so kleine Bücherkisten, die kann man auf und zu machen und da liegen auch Bücher drin. Das habe ich in Leer letztens gesehen. Aber das sind ja keine richtigen Bibliotheken. Ja, das stimmt. Da kann man dann ja nicht richtig reingehen. Das ist ja doch die kleinste Deutschlands. Das könnte sein, ja. Also, das weiß ich nicht, ob es noch woanders gibt. Ich glaube auch, die kleinste Deutschlands. Wenn Sie eine kleinere kennen, dann können Sie ja gerne mal uns eine Mail schicken oder anrufen oder so. Ich glaube, ihr ist die kleinste. Herr Rogall, wie kamen Sie eigentlich auf die Idee, dass Sie gesagt haben, ich möchte jetzt so eine Bibliothek machen? Das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte. Ich bin nach Ostfriesland irgendwann gezogen und wollte eigentlich im Vorgarten einen Pilsumer Leuchtturm haben, also diesen rot-gelb gestreiften Otto-Turm. Und dann war ich irgendwann mal in Leer, habe da diese Bücherkisten gesehen und das fand ich total spannend, weil ich habe so viele Bücher zu Hause, Regale, meterweise. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass die jetzt verstauben und irgendwann mal irgendwo verrotten. Und das andere war eben dann so der Gedanke, dass es eben immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr lesen. Und dann habe ich mir gedacht, ich baue mir vielleicht irgendwie mal eine kleine Bibliothek. Und dann lief mir eine Telefonzelle über den Weg. Wie ist die denn über den Weg gelaufen? Wie kam das denn? Ist mir noch nicht passiert. Ja, ich habe bei uns, da gibt es so eine kleine Zeitung, die heißt Heimatblatt, ne, so ein Kleinanzeiger. Und da stand auch mal kostenlos zu verschenken. Da habe ich mir kostenlos zu verschenken, da rufe ich jetzt an. Und dann sagte mir die Dame, da haben schon 10 Leute angerufen. Und dann bin ich sofort losgefahren. Guck mal, hier sieht man auch, wie Sie das, wie das hier so toll aufbauen alle. Und das sind ja auch die Farben, ne? Was Sie eben erzählt haben. Ne? Richtig, genau. Und ja, dann habe ich die abgeholt und dann eben sofort Hand angelegt und losgelegt und die eben aufgebaut. Ja. Wie viele Bücher passen denn in Ihre kleinste Bibliothek? Ja, ursprünglich dachte ich, vielleicht 2 Wäschekörbe, also so 50, 60 Bücher, aber man verschätzt das oder unterschätzt das ganz gewaltig. So zwischen 350, 400 Bücher passen da rein. Ja. Oh, ist ja gar nicht so schlecht. Ja, wenn das nicht alles so die dicken Schwarten sind, sondern auch Taschenbücher, also schön. Krieg und Frieden. Wie funktioniert denn das ganz genau? Haben Sie da so ein spezielles System, also wie in einer normalen Bücherei? Braucht man einen Mitgliedsausweis und dann, oder wie ist das bei Ihnen? Nein, überhaupt nicht. In Aurich, da gibt es einen Tauschring und dieser Tauschring, der hat mal in einer Markthalle so einen Bücherschrank aufgestellt, um eben für sich selber Werbung zu machen und weil eben viele Leute auch im Tauschring Bücher abgegeben haben und ja, so funktioniert das. Das heißt, man kann einfach sich Bücher nehmen, wenn einem die gefallen und wer Lust hat, der kann einfach wieder Bücher zurückbringen. Also ganz ohne Ausweis, ganz ohne Zwang. Und wie gesagt, wer Spaß hat, der holt sich Bücher. Da muss ich nochmal kurz fragen, hat das denn bisher immer gut geklappt, dass dann auch nicht, dass es plötzlich immer mehr wurden, sag ich mal? Also anfänglich war das so, da musste ich schauen, dass ich irgendwoher Bücher bekomme. Jetzt, seitdem darüber mal ein kleiner Bericht entstanden ist und in der Zeitung darüber berichtet wurde, bringen mir natürlich jetzt die Leute irgendwie Wäschekörbe. Körbeweise Bücher. Und momentan ist der Bücherfluss ein bisschen schneller, als wie er reinkommt, als wie er rausgeht. Also momentan ist ein Durchfluss von ungefähr so 120 bis 150 Bücher pro Woche. Suchen Sie denn jetzt eine größere Telefonzelle noch dazu? Nein, oder? Um Gottes Willen. Ich möchte mich da noch bewegen können, wo ich wohne. Aber was unheimlich toll wäre, wenn das vielleicht an anderen Orten ebenfalls entstehen würde. Es muss ja nicht unbedingt eine Telefonzelle sein, sondern ich hatte vorhin mal angesprochen, so Bücherkisten oder vielleicht auch Bücherschränke in irgendwelchen Cafés aufzubauen oder jemand, der einen Carport hat vor der Türe, der die Gelegenheit hat. Weil ich finde ganz wichtig, also dass man auch Kinder und Jugendliche ganz besonders wieder zum Lesen motiviert. Das wäre mir viel wichtiger. Also ich brauche keine Bücher mehr, sondern wenn jemand Bücher hat, einfach nachmachen. Aber das ist eine tolle Idee. Vielleicht sieht das ja jetzt ein Zuschauer und sagt, Mensch, das mache ich bei uns auch im Ort oder im Dorf. Da kann man sich ja auch an Sie wenden und einfach mal so fragen, wie Sie das so gemacht haben und dann einfach nachmachen. Ja, ich könnte so einen kleinen Tipp geben. Die Telekom möchte in diesem Jahr 30.000 gelbe Telefonzellen abbauen. Die müssen ja irgendwo hin, wahrscheinlich geschreddert werden. Und super vielleicht Idee. Sollte man mal bei der Telekom anrufen und da sagen, ja. Eine gute Idee. Sie haben, Herr Rogall, Sie haben gesagt, Sie haben das Gefühl oder Sie möchten, dass die Leute mehr lesen. Ja. Wie kommen Sie denn darauf, dass weniger gelesen wird oder andersrum, dass zu wenig gelesen wird? Also ich glaube, dass wirklich weniger gelesen wird. Also der erste Eindruck ist der, wenn man irgendwo in eine Buchhandlung geht, es wird normal gelesen. Aber ich stelle immer mehr fest, ich bin früher selber zur Hauptschule gegangen und habe selber gelesen, habe dann irgendwann auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht.
Aber ich stelle immer mehr fest, dass gerade irgendwo auf der Hauptschule Schüler weniger lesen. Aber nicht nur dort, sondern dass es immer dann hier so diese komischen, ich nenne mal Ballerspiele hinterm PC oder nur noch Fernsehen gucken angesagt ist. Und ich denke, Lesen ist eine ganz, 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 ganz wichtige Sache, um auch irgendwo Kreativität zu fördern und auch das Denken zu fördern und auch die Schreibfähigkeit zu fördern. Aber nutzen das denn bei Ihnen, also in Ihrer kleinen Bibliothek, auch wirklich auch gerade junge Leute? Ja. Wer kommt da viel hin? Ja, also die Feststellung ist eigentlich, dass ältere Leute, wenn die kommen, die gehen rein ganz zaghaft, trauen sich nicht, auch wenn das da steht, dass man umsonst Bücher mitnehmen darf und dann mal wird so eins ganz heimlich genommen, dann gucken die noch um sich und gehen wieder. Und Kinder, Jugendliche gehen rein, die bleiben auch mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde darin sitzen, blättern rum und dann verschwinden die dann mit so einem Stapel. Toll. Was sind denn so die beliebtesten Bücher, die dann bei Ihnen, sag mal, die da am besten gehen? Ja, also das kann ich eigentlich gar nicht so ganz genau sagen. Also kann ich eigentlich nicht sagen. Es geht alles querbeet, weil ich habe da so eine kleine Philosophie-Ecke, die irgendwie immer wieder leer ist, eine kleine Krimi-Ecke, eine kleine Science-Fiction-Ecke und irgendwie verschwinden die Bücher und es kommen auch wieder neue dazu. Ja. Was ja doch verwunderlich ist, dass ja Vandalismus auch in Ostfriesland, selbst in sehr ländlichen Gegenden, ein Thema zu sein scheint. Ihre Zelle wurde nun schon zweimal kaputt gemacht. Ja. In Hamburg sind es zurzeit die Autos, die niedergebrannt werden. Bei Ihnen diese wunderbare Bibliothek. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wer das sein kann? Was genau ist, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur so viel, dass man wohl einige Jugendliche erwischt haben, die wohl tatsächlich um die Ecken, sagt man, so schön gestrichen sind und auch in den Vorgärten irgendwo was demoliert haben etc. Und es könnte vielleicht sein, dass das damit zusammenhängt. Also wer es ganz genau war, das weiß man noch nicht. Mhm. Oder ich weiß es zumindest nicht. Aber vielleicht kriegt man ja die Täter irgendwann. Hoffen wir mal. In dem Film, Herr Rogall, hatten Sie gesagt, einige Bücher mussten ja aussortiert werden, die ja nass waren. Ja. Ne? Und falls ja so viele Telefone jetzt auf dem Markt sind, wir haben da noch was für Sie. Das müssen wir Ihnen noch unbedingt mit. Wir wissen, Sie wollen es eigentlich gar nicht. Wir haben doch gerade gehört, Sie kriegen es jetzt trotzdem von uns. So, nämlich hier auch von uns ein kleines Buchpaket. Ja. Wir haben nämlich bei den Kollegen gesagt, dass sie kommen und haben gesagt, rück mal ein paar Bücher raus, bringt mal welche mit, haben sie gemacht. Es sind auch einige Bücher dabei von Gästen, die hier bei uns auf dem Sofa gesessen haben und gesagt, machen wir so ein kleines Paket für Sie, alles da für die kleinste Bibliothek Deutschlands. Ja. Sagen wir jetzt einfach mal. Ja, ich habe ja jetzt einen Vorteil. Ich habe das Recht des Ersten. Ich werde mir dann mal eins aussuchen und die anderen reinstellen. Also das von Gunter Gabriel. Genau, das werde ich, der einmal tief im Keller saß. Der Mann, der ist wirklich Spitzenklasse, ja. Dann viel Spaß mit den Büchern und vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Rogall. Okay. Super. Dankeschön.